Lisa. Hallo. Meine Eltern haben erlaubt, dass ich eine Einweihungsparty machen darf. Papa hat sogar gesagt, dass er für uns auf der Dachterrasse grillt. Ist das nicht cool? Super, das ist toll. Wen willst du denn einladen? Unsere ganze Klasse. Das wird sicher witzig. Und Rosabella? Ja, auch. Mama meint, wenn ich die ganze Klasse einlade, muss ich sie auch einladen. Wenn sich Rosabella ausgeschlossen fühlt, wird sie bestimmt nie netter. Naja, kann sein. Kannst du mir vielleicht bei den Vorbereitungen helfen? Ich habe da nämlich eine lustige Idee. Ja, das mache ich gerne. Ein paar Tage später. Die Salate sind schon alle fertig. Ich mache jetzt schon mal Feuer. Und wir können doch noch die Ballons aufhängen, oder? Ja, die sehen schön aus. Wir müssen noch am Eingang unten die Girlande aufhängen. Wo sollen wir die denn eigentlich befestigen? Vielleicht am Rosenstrauch? Oh nein, das findet meine Mama bestimmt nicht gut. Dann vielleicht an den Fenstern. Ja, das könnte gehen. Ich finde, die Girlande sieht toll aus. Ja, finde ich auch. Jetzt sind wir fertig. Komm, wir setzen uns in die Hollywood-Schaukel und warten auf die Gäste. Ah, da kommen die Jungs. Hallo. Hallo. Wir haben dir noch was mitgebracht. Das ist von uns dreien zusammen. Oh, lecker, vielen Dank. Das ist echt lieb von euch. Ihr habt eine Hollywood-Schaukel? Das ist ja cool. Ja, ihr könnt sie gerne mal ausprobieren. Macht mal ein bisschen Platz, ich will auch noch hinsitzen. Hallo. Für dich, Lisa. Oh, danke, sind die schön. Eine Katze. Oh. Was macht ihr denn? Jetzt sind alle da, oder? Nein, Rosabella fehlt noch. Oh, kommt die auch? Ja, meine Mama wollte, dass ich sie auch einlade. Hallo. Hallo. Hier für dich. Danke, sehr nett von dir. Jetzt sind alle da, dann gehen wir jetzt mal rein. Hallo zusammen. Hallo, Frau Kramer. Schau mal, Mama, was ich alles geschenkt bekommen habe. Das ist ja nett. Komm, die Blumen müssen wir gleich in eine Vase stellen. Oh, wie süß. Die Babys. Lisa, sind das alles etwa deine Schwestern? Ja, und wenn du auf meiner Party Blödsinn machst, musst du dich um alle fünf gleichzeitig kümmern. Was? Warum sollte ich Blödsinn machen? Ich bin doch immer der Bravste in der Klasse. Ja, genau. Ja. Kommt mit, wir gehen nach oben auf die Dachterrasse. Wow, das ist ja total schön hier oben. Hallo Kinder, das Essen ist gleich fertig. Ihr könnt euch einfach Salate und Fleisch vom Buffet nehmen. Und Getränke sind hier. Ich brauche jetzt dringend etwas zu trinken. Ich auch. Das schmeckt echt super, Herr Kramer. Danke, Lukas. Freut mich, dass es dir schmeckt. Lecker. Malte, willst du nichts zum Fleisch dazu essen? Nein, das lenkt nur ab. wirklich lecker. Wenn dann alle mit dem Essen fertig sind, gehen wir in mein Zimmer. Es ist gleich hier. Wow, voll schön. Cool. Naja, du hast ziemlich wenig in deinem Zimmer. Nicht mal einen Fernseher. Das brauche ich nicht. Ich kann mich auch anders beschäftigen. Wie bequem. Hier könnte ich jetzt direkt ein Schläfchen machen. Ha, ach, Malte. Nichts da. Lena und ich haben noch ein tolles Spiel vorbereitet. Etwa ein Puppentheater mit dem Teddy? Hallo, ich bin Lisas Teddy und gleich verwandle ich mich in einen riesigen Dinosaurier. Grrr! Hahaha, nein, so ein Quatsch. Du wirst es gleich sehen. Wow, was ist das? Ein Glücksrad? Ja. Was ist denn da abgebildet? Ich glaube, wir haben alles. Das Glücksrad bestimmt, was ihr zum Nachtisch bekommt. Aber eine Zwiebel ist doch kein Nachtisch. Klar, aber sonst wäre es doch auch langweilig. Und beim Fragezeichen bekommt ihr nichts zu essen und müsst eine Aufgabe erledigen. Wer möchte anfangen?
Ich fange an. Ich würde nämlich jetzt gerne einen Lolli essen. Zitrone! Oh, schade, kein Lolli. Aber Zitrone esse ich eigentlich auch ganz gerne. Hier, ein Stück Zitrone für dich. Schon ganz schön sauer. Dann will ich drehen. Oh Mann, Zwiebel. Eine schöne scharfe Zwiebel für dich, John. Wow, die Zwiebel ist echt scharf. Mir kommen ja schon die Tränen, bevor ich abgebissen habe. Schnell runter damit. Oh, ein Fragezeichen. Du musst dir von diesem Stapel eine Aufgabe ziehen. Okay. Lies laut vor, Lara. Sag diesen Zungenbrecher dreimal hintereinander. Fischers Fritze fischt frische Fische. Fischers Fritze fischt frische Fische. Fischers Fritze fischt frische Fische. Yay! Yay! Jetzt bist du dran, Lukas. Ich glaube, ich gehe mal schnell deine Mama fragen, ob sie etwas Hilfe mit den Babys braucht. Nee, Lukas, du bist jetzt dran. Bestimmt bekomme ich die ekligen Gewürzgurken mit Nutella. Hurra, ich hab den Lolli! Na siehst du, Glück muss man haben. Danke. Okay, dann drehe ich jetzt. Ich will auch einen Lolli. Ich drehe das Rad ganz genau, nur einmal im Kreis. Ganz vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Oh. Nein, eine Aufgabe. Nein, oh. Zieh eine Karte. Gurgle uns ein Lied. Ein Lied gurgeln? Oh nein, das ist total schwierig, ohne zu lachen. Ach Malte, stell dich nicht so an, das ist voll einfach. Jetzt du noch, Rosabella. Igitt, die Zwiebel. Zwiebel. Da rieche ich ja jetzt den ganzen Tag nach Zwiebel. Mensch, stell dich nicht so an, Rosabella. Zwiebel ist doch voll lecker. Ich hab ein Lolli, ich hab ein Lolli. Jetzt drehe ich noch selbst. Oh nein, ich habe einen Pony mit Nutella. Geschieht dir ja gerade recht. Macht mir nicht. Sie hat es wirklich gegessen. Ist alles okay bei euch? Ja, alles okay. Nein, bei mir ist nichts okay. Kann ich mich mal irgendwo frisch machen? Ich musste eine Zwiebel essen. Ja, das Bad ist einen Stock tiefer. Mama, du kannst ja auch mal ein Glücksrad drehen. Na gut. Du musst eine Aufgabe erledigen. Oh, eine Aufgabe. Hüpfe mit einer Karotte im Mund wie ein Hase einmal ums Haus. Was? Das soll ich jetzt aber nicht wirklich machen. Doch! Also schau mal, was sind denn da für komische Leute eingezogen? Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Schaut auch gerne mal direkt auf unseren Kanal Familie Hauser. Dort gibt es über 500 schöne Geschichten für euch.
Oder ihr könnt auch hier gleich noch ein anderes Video auswählen. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß beim Gucken und bis bald. Tschüss!